Miep, miep, miep. Ich hab da was gefunden. Im Supermarkt-Discounter von Joshua Rette. Ja. Was habe ich denn gekauft? Winterapfel habe ich gekauft. Und das ist eine limitierte Edition, wahrscheinlich weil Winter ist. Und es ist sogar glutenfrei. Naja, immerhin, ne? Jo, und das Ganze werde ich mir jetzt mal gönnen, probieren. Ich bin gespannt, weil ich mag eigentlich normalerweise sonst immer nur das klassische Joghurette. Und mir hat bis jetzt noch kein anderes Joghurette großartig geschmeckt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es riecht ganz typisch nach Joghurt. Und es sieht auch ganz normal nach Joghurt aus. Obwohl hier auf der Verpackung kleine Stückchen abgebildet sind. Doch, da. Da ist ein Stückchen. Das schmeckt ganz gar nicht mal so schlecht. Ich schmecke den Joghurt, die Schoki und einen Apfel, der aber nicht nach diesem typisch grünen Apfel schmeckt, was man halt sonst immer kennt, sondern wirklich nach einem ja, ich würde schon sagen, das kommt so einem Apfel nahe, sofern man das überhaupt so einem Apfel geschmacksähnlich machen kann. Aber in meinem Kopf zumindest kommt es schon an, dass es noch ein Apfel sein könnte. Ja, natürliche Aromen sind drin. Vanille. Apfelgranulat mit Karamellgeschmack. 5,5%. Das soll direkt Apfelgranulat sein? Das hat aber viel säuerlicher geschmeckt. Zucker, Fruchtpulver, grüner Apfel. Apfel, Palmöl, brauner Zucker und Karamellzuckersirup. Deswegen wahrscheinlich, wo ich gesagt habe, das ist nicht so direkt wie der, aber das kommt im Kopf an, liegt vielleicht doch an dem grünen Apfel, der da halt mit drin ist. Aber nee, kann man sich echt mal antun. 10 Riegel waren mal in dieser Verpackung drin. Und jetzt halt nur noch 8, ist ja klar. Doch, schmeckt voll nach Apfel. Jetzt hatte ich gerade mehrere Stückchen gehabt, die ich auf meiner Kauleiste hatte. Und hier sieht man das auch noch mal ganz, ganz schön. Nö, kann man sich echt mal antun. Geil. Ja, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich habe letztes Jahr bei Aldi so was Ähnliches schon mal geholt gehabt. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so sicher, ob das ein Winterapfel war. Auch irgendwas winterlich-weihnachtliches war es auf jeden Fall gewesen.
Und das war nicht das, was auf der Verpackung drauf stand. Also es hat nicht danach geschmeckt. Und deswegen war ich jetzt halt ein bisschen skeptisch bei dem hier und dachte mir so, na, ob das jetzt so hinhaut. Und ich hatte von Jogurette. Aber was war denn das gewesen? Einmal nur Joghurt und einmal nochmal Jogurette mit. War das Maracuja? Mit so einer orangenen Füllung? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Das hatte mir halt auch nicht so geschmeckt gehabt. Aber die kriegen auf jeden Fall. Ja, es trifft alles. Kriegen von mir 10 von 10 Punkte. Kriegen ein Däumchen nach oben. Ich kann mich nicht beklagen. Wenn du sie schon mal probiert hast, dann schreib mir es ins Kommentar, wie es dir schmeckt. Und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.